aufzeichnen. Kann losgehen. So, ja, okay, jetzt haben wir eine Aufzeichnung laufen. Herzlich willkommen, Achim Hensen, und auch herzlich willkommen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die heute hier bei MW Online an Bord sind. Ich freue mich sehr auf diesen Termin, habe mich schon lange gefreut und möchte dir, Achim, erst kurz die Gelegenheit geben, mal kurz zu sagen, wer bist du eigentlich, was machst du und was ist sozusagen dein Thema, ehe wir dann ins Gespräch einsteigen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Moin, moin zusammen. Ich bin Achim Hensen. Ich habe die Purpose-Stiftung vor inzwischen fast 6 Jahren mitgegründet. Und mein Thema ist Verantwortungseigentum. Die Purpose-Stiftung setzt sich weltweit für Unternehmen in Verantwortungseigentum ein, berät diese Unternehmen, beforscht die Unternehmen, investiert in solche Unternehmen. Und was sich genau hinter dem Konzept des Verantwortungseigentums verbirgt und was für Prinzipien dahinter stehen, darüber werden wir heute im Zweifel noch sehr, sehr ausführlich reden und diskutieren und auch warum das überhaupt relevant ist und für welche Menschen und Unternehmen das so relevant ist. Vielleicht zu meinem, ganz kurz noch zu meinem Weg zu diesem Thema. Ich habe mal Wirtschaftspsychologie studiert, daher kenne ich auch den lieben Thomas Webers und bin eigentlich über einen langen Umweg zu dem Thema Unternehmenseigentum gekommen. Hätte mich jemand vor 10 Jahren gefragt, ob ich mich mal mit dem Thema alternatives Unternehmenseigentum und Finanzierung auseinandersetze, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also Unternehmenseigentum, das ist sowas für Juristen, da muss ich mich die ganze Zeit mit Paragraphen auseinandersetzen und Finanzierung ist auch nicht wirklich mein Thema, weil eigentlich ich auch Wirtschaftspsychologie studiert habe, aus einer Begeisterung und einem Anliegen im Leben heraus. Nämlich, ich bin zutiefst begeistert davon, was Menschen zusammen auf die Straße bringen können. Ich glaube, dass Zusammenarbeit von Menschen etwas ist, was uns tief menschlich macht in sich. Und dass es etwas ist, was uns besonders macht. Und mich fasziniert die Frage, was für Struktur und Rahmenbedingungen und Prozesse dazu beitragen können, dieses unfassbare Potenzial von uns Menschen für Zusammenarbeit wirklich auf die Straße zu bringen. Und ich habe deswegen nach dem Wirtschaftspsychologiestudium längere Zeit in der Unternehmensberatung gearbeitet, Next Practice, die sich vor allen Dingen mit Kulturmusteranalysen auseinandersetzen, habe dann aber auch lange Zeit Organisationsentwicklung gemacht, sowohl intern im Unternehmen als auch beratend. Und immer eigentlich mit der Frage, welche Strukturen können in welchen Kontexten wirklich dafür sorgen, dass Potenzial ins Leben kommt. Und bin darüber mit den, was man heute so als New Work-Themen bezeichnet, in Kontakt gekommen, also dezentrale Strukturen, Eigenverantwortung, Selbstorganisation. Zu einer Zeit, wo ich würde ja behaupten, das ist heute sehr salonfähig, Dinge zu behaupten, wie lass uns mal darauf gucken, ob Menschen auch eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können, sowas wie Sinnorientierung. Das war damals noch nicht so salonfähig, über dezentrale Strukturen zu reden und über das in Frage stellen, ob jede Firma so strukturiert sein muss wie eine Autofabrik. Das war nicht so en vogue damals und bin darüber eigentlich über zum Thema Eigentum gekommen, aber da können wir gleich noch total reintauchen zusammen. Schön, danke, Achim. Also wir haben zwei Themen. Das eine ist New Work, alles, was damit zusammenhängt und natürlich das Thema Verantwortungseigentum. Aber wo du gerade noch von deinem Studium gesprochen hast, das ist ja schon ein paar Jährchen auch her jetzt, wenn du Jo. so zurückblickst, das war eine andere Zeit, sagst du. Was erinnerst du denn noch? Was war für dich damals irgendwie besonders wichtig oder was ist so übrig geblieben davon? Ja, ich hoffe, dass du mir jetzt keine inhaltlichen Fragen mehr stellst, Nein. die von damals übrig geblieben sein sollen. Das ist nämlich gar nicht so viel inhaltlich. Ich glaube tatsächlich, dass so eine, also ich habe ja gerade schon die Begeisterung für das Verstehen von Einflussgrößen auf menschliches Verhalten und Erleben genannt als einen Punkt. Und das zu schulen oder darin geschult zu werden, Dinge in Frage zu stellen oder Dinge zu strukturieren, die einen Einfluss auf das Erleben und Verhalten von Menschen im Kontext von Zusammenarbeit haben. Und für mich ist tatsächlich der Raum Wirtschaft ist, das mag jetzt ein bisschen idealistisch klingen, aber der Raum Wirtschaft ist nach wie vor für mich der Raum, wo wir zusammen miteinander, füreinander tätig sind und Dinge und Prozesse und Leistungen produzieren, die von Menschen gebraucht werden. Und deswegen habe ich Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich das besser verstehen wollte. Und das erinnere ich auch.
Ich erinnere mich auch an eine sehr, sehr gute Zeit in Köln. Und das, was mir wirklich, also ich glaube, die Vorlesungen, die mir am meisten in jetzt direkter Erinnerung bleiben, sind so Sozialpsychologie. Das fand ich immer super spannend. Aber auch natürlich alles rund um Organisationstheorie. Also, was ist überhaupt der Blick auf Unternehmen? Was ist diese soziale Erfindung Unternehmen überhaupt? Und wie denken wir das? Und das selbst zu denken, ich glaube schon, dass das Wirtschaftspsychologiestudium damals dazu einen Beitrag geleistet hat. Ich hätte mir hier und da noch mehr, nicht Mainstream, also etwas mehr plurales Denken gewünscht in diesen Studien. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Das ist vielleicht ein anderes Thema, ne? Damals war ja auch New Work noch nicht das Thema, denke ich, ne? Nee. Das ist ja auch noch relativ frisch und ja, jetzt ist es inzwischen natürlich auch in den Hochschulen angekommen, aber für dich war das ja ein Thema, ein neues Thema, mit dem du dich beschäftigt hast. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit New Work zu beschäftigen, in Unternehmen zu gehen, wo das irgendwie Thema war? Ja, also eigentlich, jetzt erst muss ich sagen, es ist ja eigentlich gar nicht wirklich ein neues Thema. Es ist nur ein neues Thema, das so breit ist. Also wenn man sich anguckt, wann Frithjof Bergmann das neue Arbeitbuch geschrieben hat, das war, glaube ich, in den 80ern, wenn nicht sogar noch früher, lass mich jetzt lügen. Also der Ideenimpuls ist eigentlich ein ganz alter. Und ich persönlich aber bin vor allen Dingen an zwei Punkten darüber gestolpert. Ich habe eben schon erwähnt, dass ich für Next Practice gearbeitet habe und Next Practice sich unter anderem darauf spezialisiert hat, Kulturmusteranalysen zu machen, in Unternehmen, aber auch in Märkten oder anderen Leitfragen. Und wenn man in so vielen Unternehmen war, ich habe das 3,5 Jahre lang gemacht und mich mit Menschen darüber unterhalten, wie sie ihren Kontext wahrnehmen. Und wenn man das so lange macht, dann wiederholen sich bestimmte, ich würde sagen, bestimmte Absurditäten und bestimmte Frustrationen von Menschen darüber, wie sie ihr Arbeitsumfeld erleben. Und so eine Form von Verzweiflung darüber, nicht richtig gestalten zu können, obwohl man an gestaltenden Hebeln ist. Und ich bin über diese Beobachtungen in so verschiedenen Unternehmen dazu gekommen, mich zu fragen, geht das jetzt eigentlich auch anders? Also wenn mir jedes dritte Unternehmen erzählt, also so Dinge sagt wie, also die da oben wissen ja gar nicht mehr, was da unten passiert. Und die da unten sagen, dass die da oben das gar nicht wissen. Und schuld ist eigentlich sowieso das mittlere Management. Die sind sowieso wie blöden. Und so, also so Themen, die sich von Unternehmen zu Unternehmen durchziehen. Da habe ich mich schon gefragt, Moment mal, wenn das unternehmensübergreifend Themen sind, dann kann man ja vielleicht auch mal eine Frage stellen, ob das vielleicht an den Strukturen sind, die wir in allen Unternehmen benutzen. Und wie man diese grundlegenden Ideen auf passende Art und Weise challengen kann. Das ist ein Erlebnis. Und das andere ist noch ein bisschen persönlicher. Ich habe bei Traumferienwohnungen angefangen zu arbeiten nach meiner Beratungstätigkeit als Organisationsentwickler, um im Wachstum dabei zu helfen, Strukturen aufzubauen. Und als ich das gemacht habe, habe ich festgestellt, dass bestimmte Themen, die ich vorher beobachtet habe, was so Bürokratisierung, Entgrenzung, auch Verantwortungsvakuums angeht, sich wiederholt haben. Und dann habe ich mich spätestens da gefragt, Moment mal, wenn man das jetzt von vornherein, also wir waren damals 20 Mitarbeiter, wenn man das jetzt von vornherein gestalten kann, bevor man jetzt Strukturen danach irgendwie wieder ändern muss oder abschaffen muss, lass uns doch gleich im Wachstum die Strukturfrage so stellen, dass man wirklich ein Maßkleid baut und nicht einfach nur sagt, naja, wenn man wächst, dann macht man Abteilung oder macht man Abteilungsleiter und dann macht man irgendwelche Check-ins. Also sozusagen die Strukturmuster und die Prozessmuster direkt von Anfang an kohärent zu gestalten zu dem Wertschöpfungsraum, in dem man sich auch bewegt. Das hat mich damals bewegt. Und vor allen Dingen das Thema, wie kann man zu viel Bürokratisierung verhindern? Einfach verhindern, dass aus bunten, lebendigen Menschen, die sich voll einbringen wollen, plötzlich die sich in Rahmenbedingungen bewegen, wo diese Buntheit und das Potenzial eigentlich gar nicht vorangebracht wird. Die eigentlich ihren Persönlichkeitshut irgendwo an der Tür abgeben und dann Ist irgendwelche. das denn gelungen oder wie ist euch das gelungen? Ja, ich würde behaupten, dass das in vielen Teilen ganz gut gelungen ist. Also ich würde nie sagen, das ist gelungen, eins oder null, und dann ist man einmal irgendwie fertig und es hat geklappt, sondern es ist immer, denke ich, ein Prozess. Aber aus meiner Sicht ist uns das sehr, sehr gut gelungen. Und ja, auch übrigens nicht, das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, nicht aus einem Selbstzweck, sondern wir haben uns damals mit Traumferienwohnungen in einem Markt bewegt, wo sehr, sehr viele Player dazugekommen sind mit sehr, sehr viel Geld. Und sehr, sehr kompetitiv geworden ist, also plötzlich. Also Player wie Airbnb etc. sind dazugekommen. Die Frage war ja, wie können wir leistungsfähiger werden mit weniger Ressourcen und sozusagen aus unserer Zusammenarbeit wirklich das volle Potenzial rausholen. Und das in einem Markt, wo es viel auf
Innovation ankommt, auch auf Agilität, auf schnelles Handeln, nicht als Selbstzweck, sondern einfach, weil der Markt es notwendig gemacht hat, auch. Und dann haben wir tatsächlich Sachen gemacht, wie selbstorganisierte Teams, und wir haben die klassischen Abteilungen aufgelöst und haben das eher zu fachübergreifenden Teams zusammengebaut, haben sehr, sehr viel Entscheidungsmacht in Dezentralität gegeben, um möglichst nahe Entscheidungen nahe am Markt zu ermöglichen, und haben aber auch Menschen mit der Verantwortung konfrontiert, selbst Entscheidungen treffen zu können, aber auch zu müssen dann. Und also Themen wie, hey, wir dürfen, aber wir müssen auch uns jetzt gegenseitig feedbacken, wir müssen gemeinsam nach Lösungen ringen, wir müssen uns überhaupt damit auseinandersetzen, welche Entscheidungsmechaniken gibt es. Und auf deine Frage zurückkommen, hat das funktioniert? Ich war extrem begeistert und fasziniert davon, was das mit Menschen macht, wenn sie wirklich Verantwortung übernehmen. Nicht nur im Positiven, das ist natürlich auch herausfordernd, aber diese Veränderung zu erleben, wenn Menschen zum Beispiel wirklich sich mal gegenüber sitzen und sich ernsthaft einander Zeit schenken und feedbacken, aus einer Verantwortung heraus, weil man gemeinsam nach Lösungen ringt. Alleine diesen Raum zu erleben, was das mit Menschen macht, hat mich ziemlich tief bewegt. Und festzustellen, wie plötzlich Menschen, von denen man vorher gesagt hat, hey, ihr könnt das ja nicht, ihr braucht jemanden, der euch irgendwie sagt, wie das richtig ist, zu erleben, wie Menschen voll in die Verantwortung gehen und schwierige Entscheidungen treffen. Das hat absolut geklappt. Und auch eine Form von, ja, sich gegenseitig als ganze Wesen begegnen und nicht nur, also nicht diese Scheinprofessionalität, in der man dann irgendwie sagt, ja, wir sind jetzt hier bei der Arbeit, das spielt jetzt keine Rolle, was du so alles als emotionalen Rucksack mit reinbringst, sondern das ernst zu nehmen und zu sagen, Menschen sind halt Menschen und die bringen diese Themen sowieso mit, und dafür passende Rahmenbedingungen zu schaffen. Das hat mich schon bewegt, und ich glaube auch, dass das extrem erfolgreich ist, weil es einen wahnsinnig guten Vertrauensrahmen schafft miteinander, auf dem man dann agieren kann. Hast du zum Beispiel dafür? Gibt es vielleicht eine Episode, an die du dich erinnerst, wo du denkst, boah, da war wirklich, da kulminiert das so an der Stelle? Oder das wäre so ein Beispiel dafür? Ja, also ein klassisches Beispiel ist, dass, wenn man so über New Work damals geredet hat, dann hat man gesagt, ja, aber das kannst du in bestimmten Bereichen nicht machen. Die Leute können doch jetzt nicht selber entscheiden, wo sie arbeiten, wann sie arbeiten, wie sie arbeiten. Das geht vielleicht so bei den Chefs oder bei den Produktmanagern oder so, die irgendwie kreativ sind, die können das vielleicht machen, aber das geht doch nicht in einem Callcenter. Mhm. Und Traumferienwohnung hatte damals und hat es auch heute noch, soweit ich informiert bin, ein wichtiger Teil ist Kundenservice. So, also die Menschen, die jeden Tag mit den Kunden arbeiten. Und natürlich, also wir haben dann auch da diese Prinzipien durchgezogen, und die konnten als Team selber ihre Schichtpläne entwickeln, die konnten sich selbst organisieren, wie sie das am besten machen. Und die sind voll in ihre Kraft gekommen und haben sich so schnell angepasst auch und haben festgestellt, okay, dieses Schichtsystem klappt nicht gut, wir kommen mit den Anrufstürmen nicht gut klar, da müssen wir schnell ändern, und das in einem Wochenrhythmus eigentlich sich immer wieder lernend weiterentwickeln. In einem Bereich, wo damals immer alle gesagt haben, ja, da geht das nicht, also das können die Menschen da ja nicht. Mhm. Und das ist halt aus meiner Sicht völliger Quatsch. Ich glaube, Menschen können das. Hier und da brauchst du ein paar Kompetenzen mehr, aber die kann man ja auch zusammen lernen. Und dann diese Leistungsfähigkeit im Lernen zu erleben, fand ich in dem Bereich besonders beeindruckend. Du warst Organisationsentwickler, hast du gesagt. Ja, ne? Genau, ich habe verschiedenste Rollen damals gemacht, aber die, in der ich am längsten tätig war, war die Organisationsentwicklung. Okay, das heißt, du hast die Organisation begleitet die ganze Zeit. Du hast gesehen, wie die sich entwickelt hat. Und du hast schon angedeutet, der Markt wurde immer kompetitiver. Also, was ist dann passiert? Und ich baue jetzt an der Brücke sozusagen zum nächsten Thema. Ja, ich merke schon. Ja, was ist passiert? Das war sau erfolgreich. Wir sind von damals 20, 30 Leuten auf 130 Menschen gewachsen. Wir haben es dann einfach auch vom Geschäftsmodell her sehr, sehr gut funktioniert. Immer mehr Leute haben über die Seite gebucht, immer mehr Vermieter haben dem Portal ihr Vertrauen geschenkt. Es hat einfach richtig gut funktioniert. Und wie das so ist, wenn so ein Unternehmen dann so gut funktioniert, dann weckt das natürlich auch Begehrlichkeiten, auch von drumherum. Und dann wurde das Unternehmen irgendwann mehrheitlich zu über 50% an die Adleisure Group verkauft. Die Adleisure Group gehört mehrheitlich wiederum Axel Springer. Und inzwischen ist es weiterverkauft von Adleisure an die sogenannte OYO Group, eine der größten Hotelketten der Welt, die wiederum Teil des Vision Fonds von der Softbank ist. Also hat so den ganz klassischen, den Weg, der heute leider oft passiert, meiner Meinung nach,
von einem extrem gut funktionierenden deutschen Mittelständler mit sehr viel Startup-Flair, aber auch einer langen Geschichte, über einen ersten Verkauf dann hin zu, wie ich heute sagen würde, eigentlich Fremdeigentum genommen, wo Menschen das Eigentum über dieses Unternehmen besitzen, weil sie viel Geld auf den Tisch gelegt haben und das dann von da aus steuern. Und um das jetzt, ich, wir, deine Hinleitung ist ja zum Thema Eigentum, das, worüber wir heute reden wollen. Und Genau. ich will, also an zwei Punkten würde ich die Überleitung aus mir heraus erzählen wollen. Das eine ist, wenn man sich lange mit New Work beschäftigt, dann ist New Work aus meiner Sicht, gibt es eine gesellschaftliche Ebene von New Work, nämlich New Work als eine Kritik oder Idee davon, was Arbeit sein kann und was unser Arbeitsbegriff überhaupt ist. So, das ist wirklich, also im Tiefen, wie man es richtig versteht, meiner Meinung nach, ist es wirklich auch eine Gesellschaftskritik und eine Gesellschaftsidee. Aber New Work ist eben auch das Ringen um, wenn man es auf Unternehmensebene sieht, das Ringen um passende Strukturen, um Potenzial ins Leben zu bringen, um möglichst gut menschliches Potenzial und Unternehmenspotenzial auf die Straße zu bringen. So. Und zwei Themen auf dieser Unternehmensebene wiederholen sich meiner Meinung nach immer wieder. Das eine ist die Sinnorientierung und das andere ist die Eigenverantwortung, Eigenständigkeit, Selbstorganisation. Und schon im Prozess hin zu immer mehr dieser Grundsätze im Unternehmen ausprobieren, lebendig machen, habe ich gemerkt, dass das Thema Eigentum immer wieder eins ist, worüber ich nachgedacht habe, weil die Eigentümerrolle natürlich auch eine ist, die in jedem Unternehmen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt bei solchen Veränderungsprozessen. Und dann habe ich mich schon damals in diesem Entwicklungsprozess, Transformationsprozess, irgendwann nochmal an die Bücher gesetzt, die ich mir alle so durchgelesen habe, die ja die Pioniere von New Work beschreiben. Also so Reinventing Organizations kennen heute viele, aber auch die Soziokratie kennen heute viele. Und habe mich gefragt, weil die ja so viele intelligente und schöne Gedanken aufgeschrieben haben und Beispiele, haben die eigentlich auch was zu Eigentum gesagt? Und da bin ich nur immer in so kleinen Referenzen auf das Thema Eigentum im Kontext von diesen New Work-Pionieren gekommen. Also Soziokratie sagt zum Beispiel in den ganz frühen Schriften, beschreiben die Vordenker da, dass es einen wesentlichen Zusammenhang zu den Eigentümerstrukturen gibt und dass Stiftungslösungen eine sehr, sehr sinnvolle Idee sind, wenn man wirklich die Kraft der Soziokratie auf die Straße bringen will. Laloux schreibt in seinem Buch, dass es eine sehr schwierige Beziehung zwischen diesen, wie er das beschreibt, Teal-Organisationen und dem Mainstream-Eigentumsideen heute gibt. Und das hat mich aber nicht besonders befriedigt, weil das beschreibt ja nur das Problem. Es beschreibt irgendeine Spannung, die da ist. Und ich würde heute sagen, wenn man über Sinnorientierung und Eigenverantwortung redet, dann kann das so richtig in seine Kraft kommen, wenn man Sinnorientierung und Eigenverantwortung auch in der Eigentumsstruktur konstituiert und dadurch eine Kohärenz erzeugt darüber, was ich sage, was das Unternehmen ist und welche Eigentums-DNA ich darunter lege. So, das war schon ein Beobachtungsprozess, schon in der Transformation damals. Und das Zweite ist, wenn man so, ich weiß nicht, ob Leute hier im Raum schon mal so einen Verkauf mitgekriegt haben, aber wenn man dann in so einem sozialen Organismus ist, in dem man 5, 6 Jahre lang arbeitet und dann kommen Menschen rein, die man noch nie gesehen hat und sagen, hey, ihr seid jetzt Teil der Familie, damit meinen sie die neue Unternehmensgruppe, dann kann man das jetzt ganz lange sozusagen sagen, ja, das ist irgendwie strategisch sinnvoll, bla, 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 das kann ja auch manchmal sein, aber was da faktisch passiert ist, oder was da passiert ist, Menschen haben Geld auf den Tisch gelegt, und die haben dafür Macht bekommen. So, das ist, da kann man gar, Menschen sagen ja nicht so gerne Macht, ist ja ein Begriff, wo man so ein bisschen Ruhe und Geld und blablabla. Aber lass uns das ganz sozusagen ganz kühl erstmal betrachten. Da ist Geld auf den Tisch gelegt worden und plötzlich hatten Leute Stimmrecht, also Macht über das Unternehmen. Und das in einem Organismus, in dem ich mich 5 Jahre lang extrem intensiv eingebracht habe und in dem wir probiert haben, Entscheidungsmechanismen zu etablieren, wo wir gesagt haben, die nah am Markt sind, die voll mit der Arbeit verbunden sind, sind eigentlich die Entscheidungen treffen sollen. Und das basierend auf sozialer Legitimierung, auf Erfahrung, auf Kompetenz. Und dann kommt jemand rein und kauft Macht mit Geld. So, das ist, ich muss das jetzt gar nicht sozusagen moralisch bewerten, sondern das hat einfach bei mir ein extremes Störgefühl ausgelöst, weil da zwei Mechanismen nicht zusammengepasst haben, aus meiner Sicht. Und das hat mich tatsächlich emotional auch getroffen, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt meine Lebensenergie für etwas eingebracht, wo ein Mechanismus reinkommt, den ich nicht teile. Also ich glaube, dass wenn Menschen sozusagen Macht für Geld kriegen, dass das kein Mechanismus ist, in dem ich mich gerne bewegen will im Kontext eines Unternehmens. Ich glaube, andere Leitfragen, warum Menschen Macht haben, scheinen mir sinnvoller. So, und das hat mich echt bewegt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, geht das auch anders? Gibt es Unternehmen,
die Eigentum auf eine andere Art und Weise denken und wie es auch Pioniere bei New Work gibt, die heute viele Leute kennen. Gibt es auch Pioniere des, wie ich sagen würde, gesunden Unternehmenseigentums? Gesund im Sinne von kohärent mit diesen zwei Prinzipien, die ich gerade gesagt habe, Sinnorientierung, Eigenverantwortung. Und dann haben wir uns auf die Reise gemacht. Dann haben wir, ich mit meinen Mitgründern damals, eigentlich mit einer Leitfrage Purpose gegründet, nämlich mit der Leitfrage, was ist gesundes Unternehmenseigentum? Und dann sind wir losgegangen. Und jetzt pausiere ich mal ganz und gucke, wo du nachfragen willst. Ich habe jetzt viel geredet. Ja, aber das ist ja schon, das ist ja eine sehr tiefe Überlegung, die du angestellt hast, ne? Also es ging dir wirklich um dieses Zusammen oder diesen Konflikt, der ja auch entsteht, dadurch, dass Leute auf der einen Seite selbst organisieren, aber auf der anderen Seite es einen Eigentümer gibt, der sagt, das ist mein Eigentum und ich habe diese Macht und ich nutze die auch. Und das muss ja eben nicht harmonisch in eine Richtung gehen, sondern das kann ja auch Konflikte herlaufen. Ja, und ja, und ich glaube, wichtig ist in dem, wie du es jetzt gerade nochmal paraphrasiert hast, ist zu sagen, was ich ja eigentlich so darüber nachgedacht habe, ist die Qualität des Eigentums. Nicht nur einfach, wer hat es, sondern was heißt Eigentum überhaupt? Weil das ist ja eigentlich die Frage, die sich gestellt wird bei New Work auch. Ich gehe ran und sage, was ist mein Verständnis davon, was ein Unternehmen eigentlich ist? Welche Wertschöpfung machen wir in diesem Unternehmen und deswegen, welche Strukturelemente und Prozesselemente braucht es im Unternehmen und Arten der Zusammenarbeit? Das ist zumindest mein Denkprozess, den ich für sinnvoll halte. Und wenn ich mich jetzt frage, was ist gesundes Unternehmenseigentum, dann kann ich das auch nicht kontextfrei machen, sondern muss ich mich erstmal fragen, was ist ein Unternehmen überhaupt für mich? Mhm. Und da gibt es, also auch ein Unternehmen ist eine soziale Erfindung von uns, was kein in Stein gemeißeltes Konstrukt ist, sondern das können die Menschen hier unterschiedlich beantworten. Und das beantworten wir ja auch heute schon unterschiedlich. Die Art und Weise, wie Unternehmertum in USA beantwortet wird, im Gro, ist eine bisschen andere als in China und ist eine bisschen andere als in der sozialen Marktwirtschaft. Und sich zu fragen, was ist eigentlich mein Unternehmensverständnis und das als Unternehmer zu tun und dann kohärent eine Eigentumsstruktur zu bauen und eine Form der Zusammenarbeit. Das ist eigentlich der Gedanke, der mich so interessiert, weil dann Kohärenz entsteht, die dazu führt, dass man das Potenzial ins Leben bringen kann. Und um meine eigene Frage zu beantworten, meine Antwort wäre übrigens, für mich ist ein Unternehmen vor allen Dingen mal eine Gruppe von Menschen, die zusammen an einer Idee arbeitet und diese Idee ins Leben bringt. Eine Dienstleistung, ein Produkt, was auch immer. Und wenn ich das jetzt ernst nehme, diesen Satz, und sage, das ist eine Gruppe von Menschen, die zusammen an Wertschöpfung arbeitet, an einer Idee, dann muss ich mich ja erstmal fragen, kann ich die eigentlich genauso besitzen, wie ich so eine Tasse hier besitzen kann oder einen Apfelbaum in meinem Garten? Und da jetzt differenziert drauf zu gucken, das war das, was mich interessiert hat, ja. Das ist ja, denke ich, bei vielen Startup-Unternehmen genau auch eigentlich das Erleben, ne? Die sitzen zusammen am Küchentisch und machen ein Unternehmen auf und die Leute der ersten Stunde sind vielleicht Eigentümer und dann kommen andere dazu, die später dazu kommen, nicht mehr Eigentümer sind. Und ja, es wird ja immer auf zwei Konten sozusagen eingezahlt, auf das Eigentümerkonto und auf das laufende Kosten, also im Sinne von Lohn zum Beispiel, ne? Also du stellst eine sehr radikale Frage und du hast da Mitstreiter gefunden, die ähnlich denken wie du. Ihr habt also eine Stiftung gegründet. Was macht ihr denn jetzt letztendlich? Ja. Also was ist das Issue? Womit seid ihr unterwegs und was sind eure Kontakte, Kunden, Klienten, wie auch immer? Ja. Was ist unser Issue? Unser Issue ist, oder wie sind wir zu dem Issue gekommen? Ich baue jetzt auf der Leitfrage, die wir uns gestellt haben, gibt es Pioniere in diesem gesunden Unternehmenseigentum? Wir sind losgelaufen und haben uns ganz, ganz, ganz viele Unternehmen angeguckt und haben uns die Frage gestellt, was ist eigentlich die Eigentumsstruktur dieser Unternehmen? Und wir sind recht schnell über Pioniere gestoßen von Eigentumsformen, über die nicht so viel geredet wird, die ich als mal nicht unbedingt Mainstream heute bezeichnen würde. Mhm. Das sind Unternehmen mit in Teilen auch einer großen deutschen Tradition. Also wir sind zum Beispiel über den Kollegen Ernst Abbe von Carl Zeiss gestoßen, aber auch über Robert Bosch von der Bosch GmbH. Und die haben wahnsinnig innovative, also sozial innovative Formen gefunden, ihr Unternehmensverständnis auf Eigentumsebene umzusetzen. Über eine Stiftung zum Beispiel. Ja, das ist sozusagen Stiftung, da muss man jetzt vorsichtig sein. Eine Stiftung ist erstmal wie ein Hammer, ne? Mit einem Hammer kann man etwas sehr Sinnvolles machen und mit einem Hammer kann ich auch jemanden auf den Kopf hauen. Es ist nicht unbedingt definiert, was es eigentlich heißt, eine Stiftung im Eigentumskontext zu benutzen. Aber da können wir gleich nochmal drauf kommen. Wir haben uns diese Unternehmen angeguckt und es haben sich zwei Prinzipien, also auch Unternehmen wie Alnatura, Unternehmen wie Globus,
haben wir uns angeguckt und es haben sich zwei Prinzipien durchgezogen bei diesen Pionieren. Die haben alle mit verschiedenen Konstrukten gearbeitet. Stiftungen, Doppelstiftungen, Trust-Modellen in den USA, also verschiedenste Modelle. Das war gar nicht so, sozusagen technisch kann man viel benutzen, aber uns hat interessiert, was sind die Prinzipien, die sich durchziehen. So, und alle diese Unternehmen haben zwei Prinzipien angewendet. Das eine ist, was wir heute das Selbstbestimmungsprinzip nennen, nämlich die haben einen Weg gefunden, wie die Macht über das Unternehmen immer bei Menschen liegt, die nah mit dem Unternehmen verbunden sind oder im Unternehmen aktiv sind. Und die haben dafür gesorgt, dass diese Macht, dieses Steuerrad, nicht mehr käuflich ist. Das ist eine Prinzip, das Selbstbestimmungsprinzip. Das zweite Prinzip ist das Prinzip, was wir heute den Purpose Asset Lock nennen oder die Vermögensbindung. Die haben nämlich alle dafür gesorgt, dass die Gewinne in diesem Unternehmen kein Selbstzweck sind, sondern diese Gewinne werden reinvestiert in die Unternehmensidee. Und wenn man nicht mehr weiß, wohin man reinvestiert, dann wird dieses Geld gespendet. Mhm. Die haben also das Unternehmensvermögen eigentlich dem Privatzugriff entzogen und sichergestellt, dass das Vermögen dem Unternehmen dient. Die haben nicht gesagt, naja, Moment mal, also Profit ist nicht wichtig, sondern Profit zeigt ja auch Funktionsfähigkeit am Markt. Aber sie haben gesagt, Profit hat eine ganz spezielle Rolle, nämlich der Unternehmensidee zu dienen. Das ist gar kein Selbstzweck. So, und die haben nicht sich hingestellt und haben jetzt irgendwie so einen Werte-Workshop gemacht mit guten Beratern und haben danach die Werte in den Flur geschrieben und dann das jeden Morgen gelesen. Haben sie vielleicht auch gemacht, aber was viel entscheidender ist, die haben diese zwei Prinzipien in der Eigentumsstruktur so verankert, dass sie ein bindendes Versprechen ist und nicht mehr einfach veränderbar ist. So, und wenn man jetzt Rückgriff auf, was habe ich eben erzählt? Mich interessieren Strukturen, in denen Potenzial von Menschen ins Leben kommen kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, was das für eine Grundlage bildet, damit Menschen sich voll einbringen, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, in dem diese zwei Prinzipien herrschen. Ich weiß also als jeder Mitarbeitende, ich arbeite hier für einen Sinn, jetzt mal unabhängig davon, welchen Sinn, ich arbeite, aber es geht um eine Unternehmensidee. Und ich weiß, dass das, was erarbeitet wird, reinvestiert wird in die Unternehmensidee. Dadurch wird plötzlich eine scheinbare Gegensatz aufgelöst, den ich für extrem wichtig halte. Es geht nämlich nicht darum zu sagen, hier, das sind die Mitarbeiter und da ist der Eigentümer und wir kämpfen jetzt irgendwie gegeneinander, sondern es gibt eigentlich ein Alignment der Interessen, weil im Zentrum steht, diese Gewinne dienen dem Unternehmen. Natürlich gibt es dann auch noch Aushandlungsprozesse darum, das will ich gar nicht bestreiten, oder das ist definitiv so, aber es verändert eigentlich im Kern das, worauf man setzt. Und das will ich jetzt nochmal sagen, was wir da gefunden haben, meiner Meinung nach, sind Unternehmen, die die Machtfrage, über die ich ja eben auch gesprochen habe, plötzlich anders beantworten. Weil wenn man das konsequent umsetzt, diese zwei Prinzipien, dann verändert man die zwei vorherrschenden Mechanismen der Machtübergabe in Unternehmen weg von, was sind die heute, nämlich meistens Blut oder Geld. Warum habe ich Macht in einem Unternehmen? Auf Eigentümerebene, entweder ich bin in die richtige Familie geboren, das nennt Warren Buffett die Spermienlotterie, also ich hatte einfach wahnsinnig viel Glück, bin in die Familie geboren, oder ich habe genug Geld, um mir Macht zu kaufen an einem Unternehmen. Und Verantwortungseigentum, wie wir diese zwei Prinzipien heute nennen, in der Kombination, macht eigentlich, löst diese zwei Prinzipien der Machtübergabe ab und setzt ein drittes Prinzip dahin oder eine Leitfrage, nämlich wer sind die fähigsten und Werteverwandten, die als nächstes die Mission dieses Unternehmens in die Zukunft tragen können. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnig kraftvolle Frage im Unternehmenskontext ist, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene einen riesengroßen Unterschied machen kann. Jetzt könnte ich Okay. Ja, bitte. Als Psychologe würde ich ja direkt sagen, Commitment. Ändert das Commitment, wenn ich das so wahrnehme? Ja, ich glaube, es ändert die Kernannahme, also eigentlich tauscht man den Motor aus des Unternehmens, weil ich kann ja diese Eigentumsstruktur, die mache ich ja, weil ich dann darauf setze, aus einer intrinsischen Motivation heraus, dem Unternehmenszweck zu dienen und beitragen zu wollen. Das tue ich erstens dann nur in Kontexten, in denen ich auch glaube, dass diese Unternehmensidee eine sinnvolle ist. Und zweitens schafft es, glaube ich, eine Vertrauensbasis, die wahnsinnig deutlich für den Veränderungsprozess in Gang bringt. Und das jetzt aus dem Theoretischen, aber aus dem ganz Praktischen kann ich heute sagen, wir erleben, dass gerade in Kontexten, wo es schwierig ist, richtig fähige Mitarbeiter zu finden oder wo es einen sehr hohen Kampf darum gibt, zum Beispiel Softwareentwickler, die richtig fähig sind, die kriegen sowieso ein gutes Gehalt, egal wo sie hingehen. Und wenn ein Unternehmen dann sagen kann, deine Leistung, die du hier bringst, die ist durch dieses Konstrukt sichergestellt, dass es nicht dazu führt,
dass Privatvermögen vermehrt wird, sondern dass es der Unternehmensidee dient, dann erleben wir, dass ganz bewusst Menschen zu diesen Unternehmen kommen, weil es einen Unterschied macht, wo sie ihre Lebensenergie einbringen. Also ich würde 100% sagen, dass das im Sinne von Commitment und intrinsischer Motivation einen wahnsinnig großen Unterschied macht. Ich kann das übrigens auch für mich selber sagen. Ich möchte gerne in Unternehmen arbeiten, wo das sichergestellt ist. Ich möchte gerne in Unternehmen, von Unternehmen kaufen, wo das sichergestellt ist. Und ich, am liebsten würde ich auch gerne mit Unternehmen partnern, bei denen das sichergestellt ist, weil es ja sich dreht um so eine Unternehmensidee, wo es eine Resonanz gibt auch untereinander. Und ja, also ja, es verändert was. Jetzt, also das war eure Idee. Es gibt übrigens auch Zahlen dazu. Ich will da noch kurz drauf eingehen, Thomas. Wir waren, wie du wahrscheinlich merkst, begeistert von dieser Idee und haben uns dann gefragt, naja, sind wir jetzt nur begeistert von dieser Idee oder gibt es irgendwelche Zahlen da draußen und Daten und Fakten, die uns auch sagen, dass diese Unternehmensidee in irgendeiner Art und Weise positive Effekte hat. Und wir haben vor allen Dingen aus Dänemark gute Zahlen gefunden, die sich mit vergleichbaren Unternehmenskontexten schon auseinandergesetzt haben und Unternehmensformen, vor allen Dingen wiederum ein Stiftungskonstrukt. Und wir haben festgestellt, dass diese Unternehmen, die das so umsetzen, nicht nur gleich wettbewerbsfähig sind, sondern die mittel- bis langfristig überleben sehr viel mehr dieser Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als im klassischen Eigentum. Genauso haben wir festgestellt, dass Mitarbeiter länger bleiben, Manager länger bleiben, also Führungskräfte länger bleiben, Mitarbeiter übrigens auch besser bezahlt werden, etc. etc. Also ihr hattet die Idee und ihr seid jetzt sozusagen mit der Idee rausgegangen in die Welt und habt andere Leute gesucht, die diese Idee gut finden. Also war das wie so ein Evangelisierungsprozess, ne? So, es gibt ja Menschen, die nennen sich Evangelisator oder so. Ja. Die laufen ja schon mal durch die Gegend. Und ihr habt welche gefunden? Wie hat sich das entwickelt? Also ich hoffe nicht, dass wir, also bei mir geht so Evangelisierung, ist dann die Frage, was für Bilder dann aufgehen. Wir haben, was wir festgestellt haben, ist, dass es eine gewisse Sprachfähigkeit über diese Idee gibt. Also ich habe mich zum Beispiel sofort gefragt, warum bin ich zur Hochschule gegangen und habe 3 Jahre lang Wirtschaftspsychologie gelernt und habe noch nie von dieser Unternehmensform gehört. Das finde ich, das ist sozusagen nicht passend. Das geht nicht. Ich möchte gerne, und das auch noch mit einer großen deutschen Tradition, und ich bin an einer deutschen Universität und lerne nicht über diese Unternehmensformen, die aus meiner Sicht im Kern Werte einer sozialen Marktwirtschaft repräsentieren. Das finde ich nicht gut. Ich möchte das gerne wissen. Und warum? Nicht um zu sagen, das ist die einzig gute Lösung, sondern um Menschen zu befähigen, eine eigene und bewusste Entscheidung zu treffen. Das kann ich nur, wenn ich Alternativen kenne und wenn ich mich dann selber entscheiden kann. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, Wissen darüber zu produzieren, damit Menschen entscheiden können. Und ich gehe kurz einen Schritt zurück. Wir haben uns einfach die Frage gestellt, warum gibt es denn überhaupt eigentlich nicht mehr von diesen Unternehmen, wenn wir selber in uns merken, dass wir da eine gewisse Begeisterung für spüren und wenn es diese Beispiele von sehr, sehr erfolgreichen Unternehmen auch schon so lange gibt. Und wir sind auf 3 Probleme gekommen. Es fehlt tatsächlich Wissen, Forschung und Sprache rund um diese Idee. Es fehlt an einfacher Umsetzungsmöglichkeit. Robert Bosch hat irgendwie 20 Jahre, 40 Anwälte beschäftigt, um irgendwie auch immer auf diese Eigentumsstruktur zu kommen. Ernst Abbe bei Carl Zeiss musste selber erstmal das erste Stiftungsunternehmen Deutschlands gründen, um dahin zu kommen. Ich kann jetzt keinem Startup heute erzählen, beschäftige mal 20 Jahre lang Juristen und erfinde alles neu. Das können die in ihrem Innovationsdruck schlichtweg nicht. Das heißt, es braucht einfache Lösungen dafür. Und das Dritte ist, es braucht auch passende Finanzierungsformen dafür, also passendes Risikokapital, passendes Wachstumskapital, passende Netzwerke von Investoren, passende Förderprogramme, die diesem Unternehmensbild und dieser Unternehmensform entsprechen. Da wir jung und naiv waren und hier und da auch immer noch sind, haben wir gesagt, das ist genau unser Auftrag. Wir wollen diese 3 Felder beackern und einen Beitrag leisten, dass die besser werden. Wir wollen Wissen dazu generieren, wir wollen es einfacher machen, es umzusetzen. Und wir wollen Kapital aktivieren, was in solche Unternehmen fließen kann. Also das Kapital, was nach solchen Optionen sucht, mit den Unternehmen zusammenbringen. Und das machen wir jetzt seit 6 Jahren, inzwischen mit 30 Mitarbeitern in vor allen Dingen 3 Regionen dieser Welt, Lateinamerika, USA und Deutschland. Und konnten da, glaube ich, einen ganz guten Beitrag leisten, es einfacher zu machen bis heute. Weil ich meine, man könnte ja auch so sagen, gibt es das nicht alles schon? Es gibt doch Genossenschaften in Deutschland, das ist doch hier erfunden worden. Es gibt Stiftungen, so what?
Ja, aber du hast jetzt so gezeigt, es braucht noch mehr als nur eine Rechtsform. Ja, genau. Also auf die Genossenschaft will ich kurz eingehen. Die Genossenschaft ist eine wunderschöne Eigentumsform, die auch einem gewissen Unternehmensbild entspricht, die aber nicht automatisch dem Unternehmensbild entspricht, was ich gerade gezeichnet habe. Die Genossenschaft ist ja aus einem Gedanken heraus entstanden, erstmal den Genossen zu dienen, also irgendwie Einkaufsgenossenschaften etc. etc. und mit einem hochbasisdemokratischen Anspruch und auch mit einem Schutzgedanken damals drin. Also die Genossen die Genossenschaftsaufsicht zu gucken, dass der Vorstand auch entsprechend arbeitet, weil damals viele Genossen irgendwie nicht lesen konnten, etc. etc. Also es ist aus einem gewissen Gedanken heraus entstanden, der super wichtig ist. Und man kann auch den Genossenschaftsgedanken wunderbar mit dem Gedanken des Verantwortungseigentums kombinieren. Aber die zwei Prinzipien der Selbstbestimmung, also immer Menschen, die auch tätig sind, und des Asset Locks, also dass die Vermögenswerte drin bleiben, die sind nicht automatisch in der Genossenschaft umgesetzt. Aber man kann es gut kombinieren. Das mal zur Genossenschaft. Zur Stiftung ist es so, das habe ich ja schon gesagt, die Stiftung ist erstmal ein Hammer, mit der man viele Sachen machen kann. Man kann tatsächlich Verantwortungseigentum durch Stiftungskonstruktionen gut umsetzen. Aber nochmal, das ist zu kompliziert. Es braucht, um Verantwortungseigentum umzusetzen, meistens eine Doppelstiftungsstruktur, dann eine operativ agierende Einheit. Das ist total schön, dass das geht, aber dadurch entsteht nicht eine einfache Umsetzung. Dadurch kann ein Startup das nicht einfach umsetzen. Auch ein kleiner Mittelständler kann das nicht einfach machen. Bestimmte Konstrukte gehen auch heute gar nicht mehr. Also zum Beispiel das Konstrukt von Bosch, das ist heute gar nicht mehr so einfach umsetzbar, so wie es ist. Und da kommen wir schnell dazu zu sagen, nee, warum eigentlich? Also warum ist es ein Wettbewerbsnachteil, wenn ich mit so einer Unternehmensidee eine passende Eigentumsform suche, im Kontrast zu einer GmbH, wo sozusagen das Unternehmen mein Vermögenseigentum ist, das kann ich sehr, sehr einfach gründen. Und nochmal, es geht hier nicht darum, eine Unternehmensform hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt die beste. Es geht darum, Diversität zu erlauben der Unternehmensform, damit man dann auch miteinander ringen kann, wo was passt und was für wen passt. Deswegen ist schon die Idee, es einfacher zu machen. Und wir tun das jetzt durch durch Beratung, wir tun das durch einen sogenannten Eigentumshack, den wir entwickelt haben, wo wir quasi eine Stiftung zur Verfügung stellen, damit andere die nutzen können, um die Prinzipien umzusetzen. Wir tun das über Finanzierung und auch über Wissensarbeit. Aber einen Punkt können wir selber nicht lösen und dafür setzen wir uns gleichzeitig aber ein, nämlich wir sagen, eigentlich braucht es diese Rechtsform als fertige Rechtsform, die ich nutzen kann, so wie ich auch eine GmbH gründe. Würden wir gerne, dass man eine GmbH mit gebundenem Vermögen oder eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen gründen kann, die diese Aspekte konstitutiv in sich trägt, so dass es solche Hilfskonstrukte, die wir bauen, gar nicht mehr braucht. Weil das nutzen jetzt natürlich immer mehr Unternehmen, dass wir so anbieten, aber das gerät schnell auch an seine Grenzen und kommt dann auch an Fragen, die auch regulativ geklärt werden müssen. Also ich will ja als Kunde auch nicht erst gucken, ja, die arbeiten jetzt irgendwie mit der Purpose-Stiftung, was ist das jetzt genau, was verbirgt sich dahinter? Das Schöne einer GmbH und einer Genossenschaft ist ja auch, dass man von draußen quasi sehen kann, welche Elemente verbergen sich dahinter in der Rechtsform? Da muss ich nicht erst irgendwo tief in die Satzung gehen und gucken, was genau haben die jetzt mit Stiftungen gemacht und was verbirgt sich da, sondern ich weiß, ich gucke von draußen drauf und sehe, Thomas Webers und Johannes Tönnessen haben zusammen eine Unternehmung gegründet und das ist eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Dann weiß ich sofort, welche Art der Unternehmung verbirgt sich dahinter, welche Prinzipien verbergen sich dahinter. Ich glaube, das ist gut, weil es dann, ich kann es signalisieren, ich kann mich darauf verlassen als Mitarbeiter. Und es ist dann nicht mehr so aufwendig. Ich kann einfach zum Notar gehen und das tun. Da brauchst du die Verbestiftung nicht für. Und das finde ich begrüßenswert, wenn es unsere Arbeit da dem Aspekt nicht mehr bräuchte. Also das, was ihr momentan macht, ist eigentlich so ein Umweg, so eine Krücke, die ihr nutzt, um Unternehmen sozusagen zu helfen, genau das umzusetzen, wofür es jetzt noch keine Rechtsform gibt. Genau. Ja. Das ist eine der Tätigkeiten, die wir machen, ja. Ja, denn ich denke, so Mitarbeiter im Unternehmen, Chefs im Unternehmen, die Familie vielleicht auch des Chefs, alle die Leute stellen sich ja viele Fragen in so einer Stelle. Wie kann ich denn sowas umsetzen? Und wo sind denn für mich die ja, positiven, negativen Aspekte oder vielleicht auch Fußangeln? Weil ich glaube, das ist ja sehr stark erklärungsbedürftig, oder? Ja, ich glaube, dass der Prozess, der dahinter steht, eigentlich einer ist, den ich als Unternehmer, Unternehmerin sowieso entweder ganz am Anfang oder irgendwann an bestimmten Biografiepunkten des Unternehmens sowieso machen muss. Weil die Kernfrage ist, was ist eine passende Eigentumsform für die Art des Unternehmens, die ich baue und dafür einmal das eigene Denken zu schärfen, was ist Eigentum eigentlich?
Welche Form des Eigentums möchte ich für mein Unternehmen oder für meine Nachfolge oder für mein Wachstum oder was auch immer? Welche Form möchte ich anwenden? Und daraus heraus, mit welchen Partnern möchte ich zusammenarbeiten? Das ist wirklich, das ist keine Frage, also aus meiner Sicht ist das eine bewusste Auseinandersetzung, die sowieso jeder Unternehmer, die Unternehmerin treffen sollte. So. Und wir bieten quasi eine Perspektive an, wie man das auch denken kann. Aber im gleichen Prozess begleiten wir auch dabei, das Konstrukt Eigentum besser zu verstehen, damit man es dann selber anwenden kann. Selbst wenn man dann nicht die Purpose-Lösung nimmt oder man schärft auf jeden Fall seine eigene Vorstellung dazu, was ist Unternehmenseigentum. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Beitrag. Wir haben ganz viel so Workbooks geschrieben und Literatur, die Open Source zur Verfügung steht und Leitfragen. Da kann man sich ganz viel auch, ohne dass man uns kontaktieren muss, damit auseinandersetzen. Wir probieren immer alles Wissen, was wir in der konkreten Begleitung und Beratung von Unternehmen generieren, sofort zu nutzen, zu open sourcen, sodass wir eigentlich diese Arbeit unabhängig von uns ermöglichen. Genau, das ist ein großer, und da kommen wahnsinnig viele Fragen. Es ist übrigens auch ein, bin ich gespannt, wie du das als Psychologe beurteilst, aber es ist halt, ich nenne das manchmal die Auseinandersetzung mit dieser Eigentumsfrage, das ist wie so ein Accelerator for Truth, weil es dich damit konfrontiert, dir ganz tiefe, wichtige Fragen zu stellen. Und das bringt Ängste hoch, das bringt Konflikte hoch, Spannungen. Und das als Entwicklungsprozess zu sehen, auch mit der gegebenen Ruhe, Zeit, das auch zu bearbeiten als Organisation, aber auch als Individuum oder als Unternehmerin, das hat wahnsinnig viel Kraft, sich diese Frage zu stellen. Und ja, das erzeugt natürlich auch Kräfte wiederum in der Organisation, ne? Also wenn absolut. Ich merke, dass das ein Dialog zwischen mir und der Eigentümerrolle ist, also dem Verantwortungseigentümer, kenne ich auch von den eigenen Organisationen, die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich die Erwartung an einen Verantwortungseigentümer? Wie leben wir das hier? Da gehen plötzlich soziale Prozesse los, die total kraftvoll sind. Ja, und ich denke, selbst wenn es jetzt sowas gäbe, so eine neue juristische Form, du hast es jetzt, wie genannt, mit Eigentum. Ja, Verantwortungseigentum oder Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Wenn es sowas jetzt gäbe, und wir haben ja mal auch gesehen, dass inzwischen sehr viele Politiker aller Parteien hier, der großen Parteien, sowas gut fänden. Wenn es das bald gäbe, kann ich mir vorstellen, dass das aber ein Beratungsprozess ist. Sowas wird ja nicht von heute auf morgen irgendwie klick, ne, Schalter umgelegt, sondern das geht ja wahrscheinlich über Monate oder über Jahre. Ich stelle mir jetzt vor, so ein Familienunternehmer, der keinen Nachfolger findet aus der Familie, der überlegt, was wird jetzt aus dem Unternehmer, aus dem Unternehmen, wird das verkloppt jetzt an irgendeinen Investor oder wie kann ich das für meine langjährigen Mitarbeiter auch anders umsetzen? Also das wird ja ohne Beratung gar nicht gehen, ne? Ja, also wir machen diese Beratung ja heute schon von Startup-Neugründung bis hin zu irgendwie Familienunternehmen, zweite Generation oder so. Das Spektrum ist heute schon da von den verschiedensten Biografiepunkten. Und das können manchmal sehr intensive Prozesse sein, aber manchmal geht es auch sehr, sehr schnell, weil die Leute ganz klar sind. Die sagen, ich möchte genau diese Prinzipien umsetzen, von vornherein konstitutiv machen, und dann muss man es eben nur schnell umsetzen. Also es ist nicht jedes Mal ein Soul-Searching für 5 Jahre, wo ich mich dann erstmal irgendwie 3 Monate im Kloster einsperren muss und mich von 6 Beratern begleiten lassen muss. Aber es hat das Potenzial, da sozusagen immer tiefer zu gehen und das wirklich auch zu nutzen, die Gedankenprozesse und Veränderungspotenziale, die da drin liegen. Also wir erleben das ganze Spektrum eigentlich. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sind jetzt mit der Zeit bald durch. Was würdest du sagen, was ist so momentan der Stand der Forschung? Was erlebt ihr so? Wie viel Resonanz bekommt ihr? Wie viel Gegenwind? Was ist so der Stand? Also der Stand ist, dass wie eben beschrieben, wir uns ja auch für politische Rahmenbedingungen einsetzen, die das abbilden, also eine eigene Rechtsform. Im Sondierungspapier der aktuell verhandelnden Parteien ist ein Satz drin, der sagt, dass moderne Unternehmenskulturen und Sozialunternehmen etc. auch eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, solche Rechtsformen brauchen. Das heißt, die Hoffnung darauf, dass es da Lösungen gibt, sind da. Und das ist aber ja nur, das ist die politische Rahmenbedingung, was ich ganz konkret, weil ich auch mehr im Markt und an der Unternehmensseite unterwegs bin, der Bedarf ist da. Wir kriegen jede Woche zig E-Mails von Unternehmen, die das umsetzen wollen. Wir kommen nicht hinterher. Deswegen kreieren wir auch diese Open-Source-Materialien, um es möglichst einfach zu machen. Wir kriegen Anfragen von Universitäten noch und nöcher, die das irgendwie in ihre Curriculums einbauen wollen.
Wir erleben vor allen Dingen auch einen internationalen Bedarf. Also wir erleben eine Resonanz aus verschiedensten Kulturräumen, Lateinamerika, USA. Wir kriegen Anfragen aus Russland. In den Niederlanden ist wahnsinnig viel Bewegung drin. In der ganzen Investoren- und Finanzierungspartnerwelt ist Bewegung drin, weil auch Investoren gerade im Kontext von Impact Investments, wirkungsorientierten Investments, nachhaltigen Investments, Leute ja auch auf Strukturebene verstehen, dass wir Dinge weiterdenken müssen. Also ich kann nicht deutlich genug sagen, dass es einen Bedarf da draußen gibt, generationenübergreifend, branchenübergreifend für diese Art der Unternehmensform. Ohne zu sagen, dass das die eine gute ist, sondern für eine Pluralität. Und der Gegenwind kommt natürlich daher, wenn du fragst, dass verschiedenste Menschen sich dann irgendwie auch angegriffen fühlen. Also die Genossenschaft, hast du ja angesprochen, und sagt, Moment mal, was ist das jetzt für ein Gedanke? Wie verhalten wir uns in unserer Unternehmensidee dazu? Menschen, die irgendwie Stiftungsberatung machen, sagen, hey, Moment mal, wie passt das jetzt zu unserem Kontext? Familienunternehmen positionieren sich dazu, die ja in ihrer, die völlig divers sind innerhalb ihres, ihrer Gruppe. Und das löst einfach Dialog aus. Und ich finde diesen Dialog und dann auch das Ernst zu, also zum Beispiel haben wir die Kritik gekriegt, dass der Begriff Verantwortungseigentum implizieren würde, dass wir sagen wollen, die Unternehmen, die das umsetzen, sind die einzigen, die sich verantwortlich verhalten. Überhaupt nicht das Anliegen, gar nicht. Es gibt wahnsinnig viele Unternehmen, die heute schon nach diesen Prinzipien agieren und extrem verantwortungsvoll arbeiten, aber nicht diese Struktur haben. Das heißt, das war, glaube ich, eine sehr relevante Kritik, die man dann hört und in den Dialog geht. Also das löst, ne, das Thema Eigentum. Ich war öfter auch schon mal auf Konferenzen und das überhaupt das Thema Unternehmenseigentum zu challengen, zu sagen, und dann nicht gleich aus dem Raum gejagt zu werden, weil Leute irgendwie denken, jetzt kommt hier der nächste Kommunist oder warum redet man überhaupt über Eigentum? Das ist natürlich ein spannungsgeladenes Thema. Ich halte es aber für einen wirklich wahnsinnig wichtigen Dialog. Okay, also das Thema ist da und es wird uns weiter beschäftigen. So könnte man das so zusammenfassen. Und ich denke, an der Stelle können wir jetzt auch vielleicht mal einen vorläufigen Punkt machen unseres Gesprächs und den Kreis hier weiten auch nochmal für das Publikum. Da gibt es vielleicht ja auch noch einige Fragen. Ich denke, die Aufnahme können wir stoppen an der Stelle. Ja, ich würde so einen kleinen offiziellen Schlusspunkt setzen. Also ich, ja, dann mach du das. Ja, einfach nur, weil, wenn wir das Video nachher veröffentlichen, das auch klar ist, jetzt hier. Also ganz herzlichen Dank. Also ich habe mit totaler Begeisterung zugehört. Super, also einmal vom Engagement her und von dem, wie das so, wie du das so lebst oder vertrittst, total klasse. Also ich bin geflasht. Dankeschön. Ja, echt. Also ganz herzlichen Dank und ich denke mir so, schade, ich jetzt nochmal 20 Jahre, 30 Jahre jünger wäre, würde ich nochmal von vorne einsteigen. Ja, gab's ja nicht. Wenn das nicht ein Kompliment ist, ja. Definitiv. Also ganz herzichen Dank in unserem Namen, auch mal im Namen der Teilnehmer, mal gucken, was da nachher noch kommt. Ich würde jetzt hier die Aufzeichnung erstmal beenden. Also macht's gut, bis dann.